Schnuderlümper? Schnuderlümper. Schnuderlümper. Was auf Schwedisch oder so? Österreichisch? Ich weiß ja nicht mehr, welche Sprachen das ist. Boah, sag jetzt bitte nicht, das ist Deutsch wegen aber. Kann man das wohl ableiten? Ist Finnisch und heißt auf Wiedersehen. You know that thing you use in New Year's and you drink Happy New Year's, but in Finnish? Das kann alles sein. Alles sein. Schnabbelschnute, so nach dem Motto. Labertasche. Ja, bei uns hast du so eine Lumpia. Kennst du das? Aber das ist bestimmt nie. Ist das irgendwie eine laufende Nase oder sowas? Ich denke, es hat etwas zu tun mit Skifahren. Also, was habt ihr euch da jetzt bei ausgedacht? Was soll ich daraus jetzt bitte deuten, was das heißt? Kannst du schön Schnuderlumper. Und dann gehen wir alle zusammen, sagen die dann auch immer in Finnland meistens. Du Schlumpf. So ein Kosename, aber würde ich jetzt meinen. Schnupfen. Das Lampe? Licht? Was soll man daraus? Ich kann daraus nichts deuten. Einer, der was irgendwas riecht oder so? Schlendrian? Nudelsalat. So ein Schludersack? Also so unordentlich? Schnullertuch? Schnuderlumpe. Nasstuch? So man. Ja. Ist das so? Stark! Ja. Auf, Schweizerisch. Wirklich? Ja, aber richtig. Das war gut.